Hallo meine lieben Freunde der Action, Horror und Splatter-Spiele und herzlich willkommen zurück zu Dead Island Riptide. Das letzte Mal sind wir beim Helikopter angelangt, den man von hier oben sehr schön sieht. Ist nicht viel übrig. Und jetzt müssen wir noch nach Überlebenden suchen, in diesem grünen Kreis. Das sind diese Aufgaben, die ich so liebe und wo ich das Zeug immer so schnell finde. Und da mir jetzt noch so ein Riesenzombie im Weg steht. Ein Leichenfresser. Oh, der wäre ziemlich fies, wenn ich ihn von der Nähe angreifen würde, denke ich mal. Ja, auch so ist er ziemlich widerstandsfähig. Und mir geht die Munition aus. Nein, bitte tu mir nichts. Geh weg. Wo kommt ihr denn jetzt plötzlich her? Ihr wart nicht eingeladen zu der Party. So, jetzt spielen wir hier weiter. Stabiles Mistkerlchen bist du auf jeden Fall. So, jetzt können wir weiterspielen, wenn ihr unbedingt drauf besteht. Aber wenn ihr schon spielen wollt, dann nehme ich wenigstens meine Krallen dazu. Und es war im Übrigen nicht nur Serpo, der noch vermisst wird. Nein, einer der Piloten ist auch noch zu suchen. Also suche ich mehrere Überlebende. Wo immer die sich auch versteckt haben, was haben wir denn hier überhaupt noch für eine Kiste? Ja, ich vergesse halt immer wieder das Zeug zu verkaufen, das ich dabei habe. Panzerfaust. Habe ich immer noch die Panzerfaust ausgerüstet. Die sollte man mal verkaufen. Die gibt Haufen Geld. Haufen Geld gibt die. Was haben wir denn da noch? Schrotflinte, 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 Schrotflinte. Ich habe viel zu viele Schrotflinte. Da können wir eine weg. Und dann, was schmeißen wir noch weg? Schwere Pistole behalte ich auf jeden Fall mal. Ach komm, Pistole kann auch weg. Noch eine Schrotflinte weg. Dann habe ich wieder Platz fürs wichtige Zeug. So, mehr gibt es in diesem Helikopter anscheinend nicht. Doch, was haben wir da? Geheimakten. Sammlerstück gefunden. Jo. Habe ich schon mehr davon gefunden? Weiß ich gar nicht. Ich hab ja auch gar nicht danach gesucht, also. Ist mir immer ziemlich egal, wenn ich sowas finde. Braucht man das für eine Trophäe? Oh, überprüfe Blutflecken. Das ist nicht gut. Es sieht nach einer Person aus, die schwer verletzt ist. Oh Gott. Keller unter dem Fort. Ich liebe Keller ja so dermaßen. Vor allem dunkle Keller, wo das Licht definitiv nicht funktionieren wird. Und ich glaube, mein Handy wollte gerade was von mir. Mal gucken. Wenn ich ohnehin hier warten muss, bis da was passiert. Hallo, Handy? Ach, dann war es mein Tablet. Ja, ich habe verschiedene E-Mail-Adressen eingerichtet bei Tablet und Handy. Hooligan-Schrotflinte, boah, auch schön, werde ich zwar nie bauen oder modifizieren. Ich sollte das Ding in die Hand nehmen, das wäre sicher gar nicht schlecht. Man merkt, dass es wieder Updates gegeben hat vom PSN, die Leute gehen immer on und offline. Ach nö, es ist ein dunkler Keller. Ja, was habe ich gesagt? Online, offline. Oh, nee, das Ding will ich jetzt nicht benutzen. Es wäre doof in so engen Räumen. Das war ja klar. Das war ja klar. Es wäre ja viel zu einfach gewesen, wenn man einfach so in den Keller hätte reingehen können. Ach, so ein Mist. Okay, dort kann ich nicht rein. Dann kann ich vielleicht hier rein. Es will mir auch nicht gefallen, dass... Guck mal da hin. Da komme ich wieder raus. Ich wollte eigentlich noch sagen, es gefällt mir nicht, dass die Musik so anzieht. Aber bisher sind es ja nur zwei oder drei. Jetzt sind es gar... Wo kommst du her? Hallo Muttchen. Ich schlag ja sonst keine Frauen, aber du hattest es verdient. Nein, Frauen schlagen ist nicht in Ordnung. Keine Frau hat es verdient, außer sie ist ein Zombie. Dann hat sie es auf jeden Fall verdient, aber...
Ich schweife gerade so ein bisschen dämlich ab. Aber gut, dass ich jetzt weiß, dass mit rechtem Steuerkreuz Leuchtgranaten geworfen werden können. Granaten. Das sind nur Leucht... Was sind das? Leuchtstäbe. Das klingt nach einem großen Mistsack. Lass mal die Kleinen außer Gefecht setzen. Ich hoffe, die anderen kommen nicht da raus. Ja, ist alles abgeschlossen. Super. Dann suchen wir eben noch einen anderen Weg. So zur Abwechslung wollten sie es ja nicht einfach machen. Nö, nö. Einfach Hauptsache Umwege nehmen und irgendwo durchlaufen. Gebt da Ruhe. Und dann treffe ich nicht mal. Ja, es ist hier sehr dunkel. Aber was ich nie mache, ist das Bild heller stellen, damit ihr es besser seht als ich. Ich finde, das gehört hier ein bisschen zur Stimmung, dass es so schön dunkel ist. Und langsam wird es mir unheimlich, dass ich immer zur... Ich muss mal da eine andere Waffe hinpacken. Sonst schieße ich plötzlich noch mit dem Raketenwerfer. Das, nee, wollen wir nicht. Also ich will das nicht. Für euch wäre es lustig, aber für mich weniger. Ich wechsle einfach mal das automatische Gewehr dahin, auch wenn ich keine Munition mehr dafür habe. Wo geht's? Hier geht's weiter. Okay. Ja, toll. Irgendwie komme ich dann doch immer dorthin, wo die Zombies gerade rumlungern. Und ja, ich weiß, ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Irgendwie bin ich zu meinen Fäusten gekommen. Mit den Fäusten schlägt er nicht so schön zu wie mit der Kralle. Also man merkt, dass er einiges länger braucht für so einen Zombie. Ohne Waffe. Langsam gehst du mir auf den Sack hier. Tür zu. Hehe, verarscht. So, hier, wieder meine schönen Krallen. Und, hallo, hier bin ich wieder. Na bitte, mit den Krallen geht das doch einiges schneller und besser. Besser und schneller. Ein bisschen Licht. Dankeschön, so sehe ich was. Der wollte irgendwo hin, warum auch immer. Ich glaube, ich habe gerade einen Hammer mitgenommen. Ja, es stehen immer noch Upgrades zur Verfügung. Ich habe es immer noch nicht gemacht, ich gebe es ja zu. So, noch ein bisschen mehr Licht. Ich bin hier immer ein bisschen paranoid. Da könnte irgendwo ein Zombie aufstehen, ohne dass ich ihn sehe, in diesem dunklen, dunklen Raum. Aber eine Werkbank ist nicht schlecht. Ich habe zwar nicht viel zu reparieren, aber immerhin. Ich vergesse auch immer zu schauen, wie viel Geld das ich gerade habe. Das mit der Tür hat nicht so funktioniert, wie das geplant wäre, oder? Jetzt wollen hier alle aufstehen. Nee, nee. So haben wir nicht gewettet. Ja, mit dem letzten Kick noch den Schädel einschlagen. Wie soll es auch anders sein? Und dich vergessen wir natürlich nicht. Hier kommt jeder mal dran. Nope. Dich hätte ich fast vergessen. Tut mir leid. Es war keine Absicht. Glaub es mir, glaub es mir. Puh, nächste Tür. Ich habe ein Geschenk für euch. Keinen getroffen, schade. Es sieht immer so lustig aus, wenn man mit einem... Wie heißen die Dinger eigentlich schon wieder? Leuchtstange? Ich hab's echt vergessen. Ich muss mal nachgucken, wie die Dinger heißen. Leuchtstange heißen die sicher nicht. Erstmal hier schnell euch wegräumen. Bisschen Dreck wegmachen. Oh, Medikit, schön. Wie heißen die Dinger? Wie heißen die Dinger? Komm her. Fackel, Fackel. Ja, das sind Fackeln. Aber seit ich weiß, dass man die auch vom Steuerkreuz auswerfen kann, verbrauche ich die wahrscheinlich viel zu schnell. Einfach mal hier durchrennen. Irgendwas hat er gesagt von wegen Bloody Maze. Also das habe ich verstanden, aber vielleicht hätte es auch einfach Bloody Mess heißen sollen. Also richtig blutiger Dreckstall hier. Ich möchte ja nicht wissen, was hier abgegangen ist. Aber solange kein Schreizombie kommt, ist mir das recht. Oh, da kommen ganz viele, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Jag dir mal eine Spritze. Das war zu spät.
Ui, damn, damn, damn. Aber ich bin schon eine Weile nicht mehr gestorben. Das kann man mir zugute halten. Und wo wache ich denn wieder auf? Frage ich mich jetzt. Mal. Nee, ist gut. Nicht so weit weg. Hörst du auf. Ich bin sauer. Wisst ihr das? Ihr Mistzombies. Das hat nicht so viel gebracht, wie ich erhofft hätte. Ich hätte eigentlich gern euch beide getroffen. Du kannst liegen bleiben. Er ist schon lange tot. Ach, da lebt noch jemand. Das können wir ja so nicht durchgehen lassen. Jetzt ist er schwer am Atmen. Kann es sein, dass ich irgendwie falsch abgebogen bin? Oh nö. Du kannst ja erstmal hier. Nimm das. Ich habe ja noch eine Shotgun. Das Ding hatte mehr Durchschlagskraft, als ich vermutet hätte. Okay. Ich will mich jetzt nicht beschweren, auf keinen Fall. Da liegt noch ein Arm. Alter Schwede, ich habe den Schädel zertrümmert und den Arm abgeschossen mit einem Schuss. Heftig, heftig. Jetzt sind wir gleich bei der Zielflagge. Ja, suche den Weg in den verschlossenen Raum. Den Weg haben wir jetzt gefunden. Und sicher sehen wir gleich den Grund, warum der Raum verschlossen war. Ich habe so Befürchtungen. Was war das für... Vertikalklingen. Da frage ich mich jetzt, was ist... Das klingt nach einer Waffe, die ich auch benutzen könnte. Vertikalklingen. Auf jeden Fall ein interessanter Name. Gut, aber... Das ein anderes Mal, weil mindestens eine Baubank. Ja, Baubank. Mindestens eine Baubank brauchen wir dazu. Werkbank nennt man das Ding auch. Ziemlich blutig hier. Ui, 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 ui. Das kann ja nichts Gutes heißen hier, ne? Und ich komme dem grünen Kreis immer näher. Wir sind. Ja, irgendwo hier sollte er sein. Ich gehe einfach mal hier durch. Das ist vielleicht der Weg, wo... Ich wollte jetzt eigentlich eher in die Hocke gehen, aber... Eine Spritze setzen ist auch schön. Bin ich wissen mit voller Energie hier drin. Ich spiele ein bisschen Splinter Cell. Schön. Blutige Handabdrücke überall. Das schafft doch Vertrauen. Ich könnte wetten, er ist da hinter der Tür. Oh, hopp. Und wieder daneben. Und ich treffe das Ding wohl nie. Ja, beim letzten Versuch. Oh, da ist jemand. Da lebt jemand. Wo ist Frank Serpa? I don't know. We crashed and those things were all around us. How did you get here? Did he bring you? What? Fuck no. Bastard doesn't think about anyone but himself. He was halfway here before I even got out of the wreckage. He shot the other pilot. Left him behind to distract the infected. I barely made it. Fuck, listen to me. When you find him, you kill him. Understand? Kill him. Damn you, Serpa. Na, ihm kann man wohl jetzt nicht mehr helfen, wie es aussieht. Dann gehen wir einfach Serpo weiterjagen. Serpo, du Schwein, du wirst für alles bezahlen, was du getan hast. Nicht nur, weil es Inhalt des Spiels ist, sondern... ja, du hast es einfach verdient. Ich denke, der Weg ist hier gar nicht schlecht. Jetzt muss ich sicher alles wieder zurück. Es stand hier irgendwas von wegen Turm des Forts und ich dachte, ich war vorhin auf einem Turm. Mal schauen. Jetzt erstmal wieder nach Henderson raus. Heute kommen wir ja richtig gut voran. Das kenne ich ja gar nicht so von diesem Spiel. Normalerweise laufe ich ja kilometerweise. Ja, übertreiben muss man es jetzt nicht, aber 500 Meter, das geht schon recht lang in diesem Spiel. Wenn man kein Auto oder Boot hat. Wir sind immer noch in Kapitel 11, es wurde ein Fehler gemacht. Ich frage mich gerade, wie viele Kapitel das es gibt. Ich habe da ja gar nichts nachgeguckt.
Oh, egal. Es wäre auf jeden Fall mal schön, wenn es hier fertig wäre mit Laden, weil ich bin hier am Schwitzen und ich muss mich irgendwie vom Schwitzen ablenken. Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit und vielleicht werden wir irgendwann mal die Antwort drauf kriegen. Warum wir der Einzige sind, der das macht. Komischer Satzbau, ich weiß. Warum sind wir der Einzige, der das macht? Okay, auf den Turm waren wir ja und also gehen wir nochmal da hoch. Ich frage mich, ob das wirklich was bringt. Seppo, hello. Ja, dann gehen wir auf der anderen Seite einfach wieder runter. Hat viel gebracht auf den Turm. Ja, wir wären nicht auf die andere Seite gekommen, ohne auf den Turm zu steigen. Wo geht es jetzt denn schlussendlich hin? Ach, das ist... Ah, das ist der Turm des Forts. Okay, des Forts. Forts. Das Vor. Ich habe was vor im Vor. Suche nach Frank Serpo. Hier drinnen. Ich könnte wetten, der schießt gleich auf mich. Was haben wir da? Ein glorreiches Gewehr. Jetzt könnte ich mal gucken bei der Werkbank, ob ich irgendwas von dem Zeug bauen kann. Ja, reparieren wir. Upgraden, modifizieren. Schallpulsgranate, genagelt. Das haben wir, glaube ich, schon gemacht mal. Als Bronzeschlagring. Nee, lass mal. Stacheldraht habe ich auch keinen Bock. Ich glaube, das wird die Waffe auch nur verschlechtern. Bla, bla, bla. Ich weiß es nicht mehr. Betäubungsschlag will ich nicht. Molotow, Blitz, Gift. Vertikalklingen. Das, da habe ich genug Material. Ich frage mich, was das ist. Da bin ich doch jetzt sehr interessiert daran. Ich lese noch gerade, ob ich irgendwie... es sieht nicht so aus, als könnte ich das für... Ja, Tonfa. Toll. Es verschlechtert auch die Haltbarkeit und das Tonfa ist mir sowas von egal. Gewehrmunition muss ich auch keine herstellen. Flüssigfeuermod. Angriff mit Flächeneffekt. Nee, auch nicht. Reißklauenmod. Nee. Bloody Mary Mod. Ja, so wie es aussieht, werde ich hier jetzt nichts modden. Modden. Ich tue keine Motten modden. Ich suche einfach weiter Serpo. Es hätte ja sein können, dass irgendwas für mich dabei ist, aber... Oh, ist halt nicht so. Ich kämpfe lieber weiter mit meinen Klingen. Mit meinen Wolverine-Klingen. Okay, jetzt, ja. Hallo Serpo! Ach, ich bin das Arschloch! Ja, ja, komm nur her, du. Oh, please. You're worried about that fucking idiot? Jesus Christ. Listen, it's better him than you. Am I right? You use me like a lab rat, Serpo. A fucking lab rat! Take a look around. Do you really think this shit is gonna sort itself out? Jesus, it's all on the line, you understand? All of it. You're calling for another chopper, you understand? Because if you don't, your ass is dead! Another chopper? You fucking kidding me? You don't have a fucking clue what's really happening here, do you? Goodbye, Serpo. Just take a look at yourself. The rage. The fury, it's building up inside you. Yeah, it's getting harder to control, isn't it? Yeah, and worst of all, it's always there, waiting to come out. Even if you do manage to escape, then what? How do you know what's happening to me? Harlow, it's the same as you. You didn't know that, did you? Yeah. She went to the quarantine zone. Was planning on using a boat to escape. We caught her. She's trying to steal a bunch of data from the lab. Fucking bitch. Yeah, she really thought she was gonna get away with it, too. Get away with what? She was gonna turn that info over to the WHO. Blow the lid off this place. The World Health Organization? Really? Look, she is nothing more than a garden variety fucking terrorist. She was gonna take the virus, and she was gonna take the vaccine, sell it to whoever backed a truckload of money up to her door. There's a vaccine? Where is it?
She's got it. And if you want it, you're gonna have to go and get it. She's not gonna give it up willingly, though. Huh. I can guarantee you that. Yeah, it's worth a shitload of money to her. You're gonna have to kill her. We'll settle up sooner or later, Servo. You have my word on that. Also ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon, dass das Serpo jetzt nicht gekillt hat. Looks like a great place to hide out. Come on over. Irgendwas kommt jetzt, ich bin mir sicher. Kapitel 12. Totenstadt. Quest abgeschlossen, der Unfall. Was willst du von mir? Neue Quest, Quarantänezone. Rede mit Trevor. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge mit Trevor reden und eine Quest annehmen. Tja, das wird wahrscheinlich sein, dass wir Harlow jagen und ihr den Impfstoff abnehmen. Vermute ich jetzt einfach mal so. Aber das erst beim nächsten Mal. Und bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir doch vielleicht einen netten Kommentar da oder eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, Tschüssikowski.